die königliche Prinzessin von Alama. Und das ist meine Geschichte. Was da wohl dahinter ist. Ich frag mal Mama, ob ich hinein darf. Juhu! Mutter, Mutter! Ja? Ach ja, siehst du nicht die Blumen, wie schön sie duften. Ja, ja. Ich hätte eine Bitte an dich. Darf ich in den verwunschenen Wald? Naja, gut. Aber bitte sei vorsichtig. Es gibt viele unheimliche Gestalten im verwunschenen Wald. Aber das Schlimmste ist, wenn du einen Ork begegnest. Sie sind die brutalsten Wesen im ganzen Wald. Sie ruhen oft auf Bäumen. Sie trinken schmutziges Wasser und können dich mit einem Schlag töten. Aber die befinden sich eher im Inneren des Waldes. Aber Mama, ich bin noch kein kleines Mädchen mehr. Aber trotzdem danke. Ich werde schon auf mich aufpassen. Ja, mach das, Liebling. Okay, tschüss. Tschüss, Liebling. Viel Spaß. Danke. Ich bin Galadriel, eine Waldläuferin. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Wie heißt du? Ich bin Prinzessin Annabella von Alama. Für jemanden wie dich ist es hier in der Gegend gefährlich. Das Glück, dass ich hier war. Ach ja, was ist das eigentlich für eine schöne Halskette? Die habe ich von meiner Mutter. Sie wird immer weitergegeben. Ich habe jetzt leider keine Zeit, aber wir können uns morgen in der Frühe treffen, dort unten in der Lichtung. Dann kann ich dir alles vom verwunschenen Wald zeigen. Ja, gute Idee. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Mutter, Mutter. Ja? Ich war hier im verwunschenen Wald und ich habe eine Waldläuferin kennengelernt. Sie heißt Galadriel. Ist das nicht toll? Hat sie dir eben etwas angetan? Nein, ganz im Gegenteil. Sie hat mich vor einem Ork gerettet. Du bist einem Ork begegnet. Ja, aber keine Sorge, sie hat mich doch gerettet. Bitte, Mama, darf ich mich wieder mit dir treffen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber Mama! Sie könnte dir etwas antun. Los, Annabella, geh jetzt in dein Zimmer und mach deinen Gesundheitsklapp. Es ist schon spät. Das ist so unfair.
Morgen. Morgen. Da fällt mir ein Galadriel. Hey, aber doch was los? Die junge Prinzessin. Galadriel. Annabella. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Hallo. Hi. Komm mit. Also trafen wir uns immer geheim, auch wenn es meine Mutter nicht erlaubte. Galadriel zeigte mir den ganzen verwunschenen Wald. Und ich war voller Begeisterung. Ja, für dich auch. Er ist richtig schön und voller Geheimnisse. Leider darf ich mich nicht mehr mit dir treffen, da es meine Mutter verbietet. Aber das ist doch total unfair. Ich weiß, aber ich kann nichts dagegen machen. Aber wir treffen uns immer heimlich. Oh nein, es ist schon spät, ich muss los. Okay. Sonst macht sich meine Mutter noch Sorgen. Okay, wann treffen wir uns wieder? Morgen um dieselbe Zeit bei der Lichtung. Okay, tschüss. Tschüss. Wo ist Galadriel? Ich such sie mal. Hallo, Galadriel, bist du das? Ah ja. Oh. Annabella, komm schnell. Was ist passiert? Erzähl ich dir dann. Was ist? Willst du nicht mitkommen? Nein, es geht nicht. Ich muss mich um den Wald und um die Tiere kümmern. Thank you.
Prinzessin, die Wahrsagerin erwartet euch. Okay, danke. Was denn? Das Böse ist wieder erweckt worden. Du und deine Freundin, die Waldläuferin, musst euch in Acht nehmen. Was genau ist denn das Böse? Der dunkle Hexer war nur der Vorbote. Er brauchte deine Halskette, um seinen Lord wieder zu erwecken. Und er hat es geschafft. Wieso denn meine Halskette? Mehr als 100 Jahre sind vergangen, als eine deiner Vorfahren, Königin Melina, den dunklen Lord Varon mit deiner Kette gebannt hat. Und nun ist er zurückgekehrt. Wenn wir ihn nicht stoppen, ist unser Königreich dem Untergang geweiht. Okay. Das muss ich dringend Galadriel erzählen. Besiegt, aber er hat es noch geschafft, mich zu befreien. Ich mochte ihn so. Aber jetzt zu euch. Ihr werdet es niemals schaffen, mich zu besiegen. Ihr werdet untergehen und mit euch das Königreich. Und ich werde neuer Herrscher von Alamar. Ich werde meine Armada wiederherstellen. Und nicht nur dunkle Diener werden mir folgen. Auch alle anderen Kreaturen des verwunschenen Waldes. Aber jetzt werde ich euch beiseite schaffen. Annabelle, ich habe eine Idee. Schnell, gib mir deine Halskette. Ja, okay. Los. Hier, bitte. Danke. Was hast du getan? Geschafft. Ja, er ist weg. Hier ist deine Halskette. Danke. Das ist die Macht der Freundschaft. Ja, so wird es auch meine Vorfahrin Königin Melina gemacht haben. Wer ist Königin Melina? Ach ja, ich wollte dir sowieso erzählen, was ich von der Wahrsagerin erfahren habe. Schieß los. Also, es war so. Und das ist das Ende meiner Geschichte.